Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Going Medieval Staffel 4. Es geht um Tiere, Haustiere. Ich bin am Überlegen, nehmen wir den auf oder nicht? Ich habe mich noch immer nicht entschieden. Was cool wäre, der wird halt nicht auf die Jagd gehen, aber der wird kochen und sich um die Tiere kümmern. Und Bau hat er immer 17 Punkte. Komm, wir beschließen einfach, ihm zu helfen. So, machen wir einmal Pause. Einmal müssen wir gucken, was hat der überhaupt? Redekunst, Schnäppchen, Schlaferholungstempo, Schlafmangeltempo, ein zarter und ein gefräßiger. Wache Winterkleidung kannst du behalten. Ist hungrig, ist leicht verletzt. So, lass uns den doch gleich erstmal zuweisen. So. Gateron unterwegs. Medizin machen wir auf 2-2. Jagen geht aus. Bau kannst du auf 2 machen. Das machen wir auf 4. Ne, Tierhaltung kommt auf 1. Bergbau machen wir auf 2. Kannst du schneiden 4. Kochen 1. Anfertigen kann auf 3 bleiben. Das machen wir aus. Das machen wir aus. Das machen wir aus. Das kann auch auf 4. Machst du mal auf 3. So lassen wir den erstmal. Kann dann beim Bauen helfen. Sich aber vor allen Dingen um die Tiere und ums Kochen kümmern. Und den benutzen wir dann auch, dann, um zu handeln, würde ich sagen. Achso, Terminplan muss ich auch noch festlegen. Das habe ich noch gar nicht gemacht. Entschuldigung. Neutral. Du bekommst. Ach komm, auch einhändig Nahkampf. Und alle Schilde, alle Kopfbedeckung, alle Kleidung, alle Rüstungen. So, jetzt sind wir schon 4 Kerle. Es fehlt nochmal eine Frau. Ich weiß gar nicht, wurden Beziehungen schon eingebaut? Ich glaube nicht, ne? So, lass uns mal einen Terminplan machen. Weiß gar nicht mehr, wie habe ich das denn gemacht? Ich glaube, ich hatte hier Freizeit eingeplant. War hier arbeiten? Hier war, glaube ich, wieder Freizeit und irgendwas. Und ich glaube, dazwischen hatte ich noch mal eine Stunde Freizeit, ne? Machen wir mal hier irgendwas. Freizeit, Freizeit. Irgendwie so. Einfügen, einfügen, einfügen. Bei irgendwas kann es nämlich auch sein, dass er arbeitet, wenn ich mich täusche. Wenn ich mich nicht täusche, so. Suchtrupp trifft ein in 23 Stunden. Herzlichen Glückwunsch. Natürlich nicht ganz so pralle, aber ist halt so. Könnte natürlich mal eben bauen. Treppe. Ja. Bob. Rechtsklick, Bau priorisieren. Mal eben noch schneller machen. Dann könnten wir da die Bogenschützen erstmal draufstellen. Wenn der Feind naht. Ist zwar kein richtiger Turm oder dergleichen, aber es ist besser als nichts, würde ich sagen. Da haben wir zumindest eine erhöhte Position für die Bogenschützen. Die Nahkämpfer müssen sich dann hier irgendwo verkriechen oder so. Müssen wir mal schauen. Aber so viele Gegner sind es auch nicht. Es ist, glaube ich, nur ein Bogenschütze und zwei Nahkämpfer gewesen, ne? Steht das hier noch bei? Ein Bogenschütze und zwei Moradeure. Jetzt weiß ich nicht. Moradeure sind, glaube ich, Nahkämpfer, wenn ich mich nicht täusche. So, aber scheint ja erstmal zu laufen. Der Gateron erholt sich noch. Ich habe gerade ein bisschen Frosch im Hals. Warum haben wir 25 Tiernahrung? Aber nur 7 normale Nahrung. Ach so, weil das da einfach reingepackt wurde, ja.
Man kann die auch nur mit Heu füttern, sehe ich das richtig? Ernährung 16. Dann könnte es sein, dass das Heu einfach weniger Nahrungspunkte bietet, ja? Wäre natürlich möglich. Gehe ich mal von aus, dass es so ist. Ich würde sagen, den anderen Trog, wenn er fertig ist, stellen wir den mal auf nur Heu. Dann schauen wir mal, was der Unterschied ist. So, passiert jetzt eigentlich irgendwas? Was macht ihr? Transportiert zum Lagerplatz. Was transportierst du denn noch so, Heu? Bob genießt Unterhaltung. Gateron beschafft Ressourcen. Achso, der will Tiernahrung kochen wahrscheinlich. Und Holzmichel ist hungrig. So, Asantus melkt die Ziege. Kannst die hier mal trainieren? Wer auch immer gerade Zeit dafür hat. Die andere Ziege können wir auch trainieren. Lass uns das doch einfach mal machen. Ich weiß nicht, was dann passiert. So, war der Gateron trainiert? Das würde ich mir mal langsam angucken. Ah, er hat ein Horn als Flöte, ja? Fehlgeschlagen. Echt jetzt? Schwache Leistung, mein Freund. Sehr schwache Leistung. Da war erfolgreicher. Und das bleibt jetzt dauerhaft auf Trainieren, oder was? Successful. Gateron Dale. Längsversuche 0. Achso, heute verbleibt 0. Alles klar. Trainiert zu 13%. Geordnet. War ja die umbenennen? Wahrscheinlich schon, ne? Ja, kann man. Ups. Wie hieß denn der? Baloo, ne? Wenn ihr da irgendwelche Wünsche habt für Tiernamen, gerne reinschreiben. Wisst ihr ja. Wie immer, wenn ihr dabei sein wollt, beziehungsweise euch einbringen wollt und Tiernamen kundtun wollt, dann könnt ihr das gerne tun. Steht euch natürlich frei. Und wenn das nichts Anstößiges oder so ist, werden wir es natürlich auch umsetzen. So, wir müssen jetzt auf jeden Fall ein bisschen Holz fällen, weil wegen ist so, nein, weil wir haben kein Holz mehr. Dreck. Kann natürlich auch nichts gebaut werden. Und wir werden in 5,5 Stunden schon angegriffen. Auch nicht besser. So, Gateron beschafft Ressourcen. Ah, jetzt baut er da weiter. Na, immerhin, vielleicht sehen wir dann in dieser Folge mal einen Fortschritt. Hätte ja mal was. Michel Holz. Eigentlich hätte ich das andersrum machen müssen, ne? Ist ja unser Holz-Michel, nicht Michel-Holz. Ah, Mist, der fällt jetzt die Bäume auch alle, das soll er ja gar nicht. So, die sind grün, weil die sind zufrieden. Die anderen sind nicht so zufrieden. Warum nicht? Hässliche Ausstattung. Religiöse Aktivität. Dürfen. Aber die beiden hatten auch eine höhere Grundzufriedenheit, ne? Und eine Arbeitszufriedenheit. So. Trotzdem Siedler von... Warum heißt unsere Siedlung Petolki? Habe ich vergessen, das umzubenennen? Schweinkram, das geht nicht. Da muss ich nochmal neu anfangen. Erstmal weigern wir uns. So, greifen zu Waffen. Ja. Glaube ich, kann mich daran erinnern, wie der Kampf funktioniert. Oh, die kommen aber von ganz weit weg, ne? Guck mal, die erstmal noch laufen lassen. Kann man das nicht irgendwie umbenennen? Trollchi, was ist das denn für ein Name? Das ist Asantopia. Verdammte Axt. Historische Aufzeichnung. Siedlungsname. Trollchi. Ey, echt vergessen, das umzubenennen? Was im Nachhinein nicht mehr umbenennen. Ich habe auch gar keine Flagge ausgewählt, fällt mir gerade so ein, ne? Arbeiten. So, Flagge ist klar.
bleibt. Kann ich echt den Namen nicht mehr ändern? Jetzt haben wir einen Fehler gemacht. Jetzt ist unsere Flagge nämlich auch weg. So ein Dreck. Ich habe echt nicht drauf geachtet. Bin aber überlegen, wie viele Folgen haben wir. Ich mach mal kurz einen Cut. Da sind wir wieder. Damit ihr Bescheid wisst. Ich fange nochmal neu an. Das kotzt mich gerade ein bisschen an hier. Ich habe vergessen umzubenennen, Asantopia. Das heißt aber, ich spiele erstmal weiter. Also ich fange jetzt neu an. Wir gucken uns gleich vielleicht noch kurz die Karte gemeinsam an. Dann fange ich an zu basteln, dass wir ungefähr auf dem gleichen Stand sind wie vorhin. Und dann würde ich sagen, geht die Staffel in der nächsten Folge weiter. Bei dem Stand ungefähr von Anfang dieser Folge. So in etwa machen wir das mal. Ich sehe gerade, man sieht meine Hand gar nicht, wenn ich hier so rumwurschtel. Ich habe euch jetzt schon dazu geholt, weil hier ist ein neuer Startwert. Vielleicht haben wir ja Glück und diesmal sieht es auch besser aus. Ich glaube, das Banner ist ungefähr so, wie es vorher war. Ne? Ich kann mich gar nicht mehr genau daran erinnern, aber ich glaube ja. Ich will gar keinen Charakter neu generieren, sondern ich will angepasst und laden. Ich habe zum Glück die Charaktere alle abgespeichert. Das heißt, ich lade jetzt einen nach dem anderen. Wir gucken uns gleich gemeinsam die Karte an. Ich mache jetzt nochmal einen Cut und wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. Diesmal sehr wenig Eisen vorkommen hier auf der Map. Hier ist nur ganz bisschen Eisen und es ist ein bisschen ungünstig gelegen. Macht aber nichts. Ich würde sagen, damit nehmen wir Vorlieb. Wir müssen dann halt zusehen, dass wir durch Handel Eisen bekommen und die ganzen Bergbaumaterialien und wir werden dann viel an Lebensmitteln verkaufen. So habe ich mir das gedacht. Das heißt, da kommt Mine hin. Ich ziehe erstmal wieder Standard. Echt jetzt? Das einzigste Eisen, was wir haben, liegt außerhalb unserer Reichweite. ja, herzlichen Glückwunsch. Das ist natürlich mal richtig blöd. Das heißt, wir müssen uns in dieser Staffel komplett auf Handel verlassen. Macht aber nichts. Ich würde sagen, wir machen das trotzdem wieder so. Und ein paar Minuten könnt ihr dranbleiben. Ich zeichne einmal kurz alles an. So wie letztes Mal auch. Jo. So. Und so, dann machen wir einfach ganz lang oder auch nicht, weil er wieder nichts gemacht hat. So, wir machen aber ein bisschen kleiner als letztes Mal. Als vorhin. Weil sonst haben wir wieder das Problem, dass wir mit dem Platz nicht klarkommen. So, dann lass uns das doch gleich mal abtrennen hier. Zack, Bücherei. Beziehungsweise, da ist die Tür. Bibliothek. Tee kommt dahin. Wo war denn doch gleich der Forschungstisch? Da. Kleiner dunkler Raum. Das ist jetzt wirklich ganz winzig alles nur. Einfach nur für den Anfang würde ich vorschlagen. Und damit kriegen wir relativ flott den Stand, den wir vorher hatten. Und hinzu kommt, wir können... wir können uns individuell ein bisschen besser ausbreiten, denke ich, hoffe ich, wie auch immer. Lass uns mal hier die... ach nee, ich muss noch weiter reinzoomen, damit er die Wände runternimmt. Oh, das war zu weit. So, machen wir hier gleich Durchgänge hin. Hier kommt ein Schlafsaal hin. Aber auch nur so. Und das hier machen wir ein bisschen größer. Mal bis dahin machen. So, so. Bitte kommt weg. Und hier kommt dann das Lager hin. Hier hat er die Tür nicht gesetzt, ne? Jetzt aber. Dann machen wir das nämlich so. Ich zeichne das nur einmal an, dann seht ihr das alles. Wie das geplant ist und gedacht ist. Bitte, hier wird Lager. So.
Das habe ich schon geplant. Dann kommt hier Heuschlafstelle. 1, 2, 3, 4. Erstmal. Und für einen Müßiggang kriegt ihr hier noch einen Backgammon-Tisch hin. So, wo ist die Tür? Da. Dann kommt er hier an die Seite dahin. Dann müssen wir natürlich noch mal kurz ein bisschen Holz fällen hier. Und wir müssen ein Gehege einplanen. Wo war denn das doch gleich? Achso, wir müssen erstmal nur bauen, ne? Oder nicht? War es doch gleich mit dem Gehege hier, Zaun. Den wollte ich haben. Den machen wir dann hier hin. So. 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 Und so. Da müssen wir Ecken hinmachen. So. So. So und so. Und da muss da noch ein Weidetor rein. So. Und hier so eine Standarte, dass das ein Gehege sein soll. Und ein Heutrug. Ne, zwei Stück haben wir gesagt. Und dann müssen wir noch ausprobieren, ob das für die Ziegen reicht, ne? So haben wir gesagt, glaube ich, ne? Wenn wir das alles fertig haben, sind wir ungefähr auf dem Stand von vorher, bis auf die ganzen Felder hier. Ich würde dann nämlich sagen, ich lasse das jetzt einfach so laufen. Ich muss hier, ne, Tätigkeiten muss ich noch einplanen, das kann ich aber auf Screen machen. Lass trotzdem erstmal einfach so laufen. Ich würde sagen, wie gesagt, ich lasse das ungefähr auf dem Stand wie vorher laufen. Diesmal heißen wir auch wirklich Asantopia. Hashtag Asantopia, so wie alle Going Medieval Staffeln bei mir. Falls irgendwas Außergewöhnliches passiert, sprich neuer Bewohner, wir werden angegriffen, irgendeiner stirbt oder sonst irgendwas, hole ich euch dazu vorher. Bevor wir den Stand erreicht haben von Anfang der Folge. Ansonsten baue ich offscreen bis ich auf dem gleichen Stand bin ungefähr. Und in der nächsten Folge sehen wir uns dann wieder. Hier nochmal der Startwert. Der ist ein bisschen anders als der, den ich eben gezeigt habe. Weil ich beim Erstellen der Karte schon wieder was falsch gemacht hatte. Bin ich wieder rausgegangen. Das ist der neue Startwert. Kann ich euch aber auch gerne Anfang der nächsten Folge nochmal zeigen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es ist jetzt nicht allzu schlimm, dass wir eine neue Map haben. Wir waren ja noch nicht so weit, da denke ich mal, geht das in Ordnung. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.